Heute geht es um das Thema Werkbänke. Das interessiert euch bestimmt, also bleibt dran. Ja, eine Werkbank darf in keiner Holzwerkstatt fehlen. Mit Sicherheit habt ihr eine Werkbank, wenn nicht, überlegt ihr euch vielleicht eine zu bauen. Vielleicht habt ihr auch eine Werkbank, mit der ihr noch nicht ganz zufrieden seid. Vielleicht wollt ihr auch eine zweite Werkbank haben. Ganz egal, ich denke, das Thema Werkbank ist immer interessant. Ich habe in den letzten Jahren einiges an Werkbänken gebaut, ein paar Stück. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal nach und nach. Anfangen will ich hier mit der Hobelbank. Da gibt es auch einen Bauplan dazu. Schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da habe ich euch zu den ganzen Bänken, die ich euch zeige, und auch zu dem Zubehör ganz viele Sachen verlinkt. Also ein Blick in die Videobeschreibung lohnt sich auch auf jeden Fall. Diese Hobelbank hier ist sehr einfach zu bauen. Sie besteht aus Plattenmaterial. Das könnt ihr mit der Handkreissäge zur Not zuschneiden. Tischkreissäge ist natürlich einfacher. Ihr braucht keine großen Zwingen. Ihr braucht keine Spezialwerkzeuge, also rein theoretisch könntet ihr diese Werkbank hier mit Hilfe von Akkuschrauber, Handkreissäge und ein paar anderen Werkzeugen bauen. Sie wiegt etwa 150 Kilo. Die Beschläge sind preisgünstig, je nachdem was ihr da kauft, kommt ihr mit 120, 130 Euro hin. Das Holz wird so um die 400 Euro liegen, also rund um 600 Euro könnt ihr diese Hobelbank bauen und dann habt ihr eine wirklich massive Hobelbank, auf der ihr wirklich hobeln könnt. Bei dieser Hobelbank sind hier 19 mm Bankhakenlöcher drin. 19 mm deswegen, weil es eben für diese 19 mm Löcher im Bereich Hobelbankzubehör viel mehr Auswahl gibt als bei 20 mm oder anderen Durchmessern. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel solche Steckzwingen hier benutzen. Die werden einfach reingesteckt und dann könnt ihr hier eure Werkstücke damit befestigen. Ich räume mal kurz die Hobel hier weg. Die sind noch vom Online-Kurs. Da geht es im Moment um das Thema Hobeln. Da nehme ich auch gleich das nächste Video auf. Also ihr könnt diese Steckzwingen hier verwenden. Dann natürlich Bankhaken in verschiedenen Formen. Ich verwende sehr gerne diese Kunststoffbankhaken hier. Die haben den riesen Vorteil, wenn man hier mal mit einem Hobel drüber fährt, dass dann nicht gleich das Hobelmesser stumpf ist. Die Bankhaken sind gnadenlos günstig, ich glaube um die 4 bis 5 Euro für 4 Stück. Also wenn mal einer kaputt geht, ist das kein Beinbruch und ihr macht euch keine Werkzeuge damit kaputt. Dann, wenn ihr etwas mehr Grip braucht, könnt ihr solche Messingbankhaken nehmen. Die spannen wirklich gut, haben hier eine kleine Feder, damit sie nicht im Loch verrutschen. Die gibt es in verschiedenen Längen und wenn ihr eure Werkstücke trotz dieser Bankhaken etwas schonen wollt, gibt es so kleine Kappen für drauf. Das sind so die Spannmittel, die ich auch am meisten benutze und die sollte eigentlich jeder, der eine Hobelbank besitzt, auch haben. Dann verwende ich sehr gerne einen solchen Bankwinkel. Das ist auch ein Werkstück, das ich im Werkstattkurs baue, Handwerkzeuge. Da üben wir hier die handgemachten Zinken. Und das ist ein sehr schönes Hilfsmittel an der Hobelbank. Da könnt ihr eure Werkstücke einfach gegenlegen. Ich habe dazu mal ein Video für den Holzwerken-Kanal gemacht. Das verlinke ich euch hier unten drunter. Schaut euch das mal an. Ein ganz schnell gebauter Helfer, der muss ja nicht handgezinkt sein. Den könnt ihr auch aus Sperrholz oder Multiplex einfach zusammenschrauben und dann an eurer Hobelbank verwenden. Wie der Name schon sagt, ist die Hobelbank eher für Handarbeit gedacht, aber ihr seht das auch in meinen Videos und Artikeln ganz oft, ich arbeite an der Hobelbank auch sehr gerne mit der Oberfräse beispielsweise oder ich verwende sie als Schleifplatz. Also wenn ihr nur Platz für eine Werkbank habt und wollt viel mit Handwerkzeugen arbeiten, dann baut euch oder kauft euch eine ordentliche Hobelbank, da könnt ihr durchaus auch gut mit Maschinen dran arbeiten. Vor allem für die Oberfräse ist die Hobelbank mit ihren ganzen Spannmöglichkeiten eine super Sache, da bekommt ihr alle Werkstücke, Schablonen etc. prima drauf gespannt. Das sind meine sogenannten Sandbänke, von denen habe ich 2 Stück gebaut. Die Besonderheit bei diesen Werkbänken ist, dass sie, wie der Name schon sagt, mit Sand gefüllt sind, zumindest teilweise. Hier ist Sand in der Platte drin, es ist Sand in den Beinen drin und dieser Sand bringt nicht nur Gewicht, sondern er dämpft den Schall. Wenn man hier also drauf rumklopft, wird das nicht so laut, als wären da Hohlräume drin.
Er dämpft aber auch Schläge und dadurch ist das Stemmen zum Beispiel auf so einer Werkbank unheimlich angenehm. Was natürlich nicht funktioniert, ist, dass ihr nachträglich in diese Werkbank hier noch irgendwelche Löcher macht. Das funktioniert nicht, dann rieselt euch der Sand runter. Was ihr hier seht, sind Tenutschienen. Davon sind in der Fläche 3 Stück und in jeder Kante, da die Bank frei steht, auch nochmal eine. Man könnte auch 2 übereinander bauen, wenn man das möchte, aber eine pro Vorderkante reicht im Prinzip. Und hier könnt ihr ganz viele Sachen drauf festspannen. Ihr könnt beispielsweise hier solche Hilfsvorrichtungen festmachen. Die schiebt ihr einfach von der Seite rein. Dann gibt es kleine Schrauben, mit denen hält das Ganze dann. Könnt ihr zum Beispiel hier Lamellos fräsen, ohne dass euch Werkstücke umkippen. Hier sind einfach Schrauben drin, die das Ganze dann in der T-Nut fixieren. Oder aber ihr nehmt euch eine solche Holzzwinge, kennt ihr mit Sicherheit, bohrt euch 2 Löcher durch, wieder 2 Schrauben rein und die könnt ihr jetzt in die T-Nut einschieben. Klemmt euch die fest. Das geht natürlich auch auf der Kante. Und jetzt könnt ihr hier eure Werkstücke mitten auf der Platte festspannen. Das funktioniert prima. Und natürlich könnt ihr diese Zwinge weiterhin ganz normal als Klemmzwinge benutzen. Außer dass ihr 2 Löcher reingebohrt habt, passiert dieser Zwinge ja nichts. Ihr könnt auch den Bankwinkel, den ich euch eben gezeigt habe, benutzen. Den schiebt ihr dann einfach hier mit der Schraube in die vordere T-Nut und klemmt den Bankhaken fest. Und natürlich könnt ihr, wie ihr euch das sicherlich schon gedacht habt, hier diese Führungsschienenzwingen einsetzen und damit eure Werkstücke auf der Fläche und hier vorne auch hochkant spannen. Also da sind eurer Fantasie kaum Grenzen gesetzt, was ihr da alles damit anstellen könnt mit diesen T-Nut-Schienen. Ich würde euch wirklich Schienen empfehlen, denn hier kommt große Belastung drauf, wenn ihr da eine T-Nut einfräst in das Plattenmaterial. Das wird auf Dauer nicht halten. Dann könnt ihr euch noch so einen Aufsatz dazu bauen. Da gibt es auch einen Bauplan dazu. Schaut, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Der ist auch hier mit diesen kleinen Schrauben fest in der T-Nut. Und hier könnt ihr jetzt in einer anderen Arbeitshöhe eure Werkstücke bearbeiten. Das ist zum Beispiel prima, um Zinkverbindungen zu schneiden. Ihr könnt also diese Werkbank, die eher für das Arbeiten mit Maschinen gedacht ist, mit einem solchen Aufsatz auch für die Arbeit mit Handwerkzeugen sehr gut benutzen. Und hier vorne könnt ihr dann eure Werkstücke einspannen. Hier habt ihr noch eine T-Nut-Schiene drin. Hier oben sind 19 mm Löcher wieder für Steckzwingen und Bankhaken drin. Also da habt ihr ganz viele Spannmöglichkeiten und wenn sie euch stört, nehmt ihr sie einfach ab. Und das wäre jetzt eine Bank, die ich empfehlen würde, wenn ihr viel mit Maschinen arbeitet, aber gelegentlich mit Handwerkzeugen doch ein bisschen rumexperimentieren wollt und keine Hobelbank euch dafür anschaffen wollt. Hier könnt ihr darauf hobeln, stemmen, sägen, könnt ihr alles drauf machen. Diese Platten hier oben sind austauschbar, also wenn die mal total verranzt sind, dann dreht ihr sie einfach um oder tauscht sie komplett. Die Bank ist ganz einfach zu bauen, ihr braucht nur rechteckige Zuschnitte, die werden miteinander verschraubt und verleimt. Schaut euch in der Videobeschreibung den Link zum Artikel dazu an, da zeige ich euch, wie das Ganze gebaut wird. Ist schon ein paar Jahre alt, aber die funktionieren immer noch hervorragend. Dann habe ich hier noch einen Multifunktionstisch von Festool. Der ist natürlich eher für die Maschinenarbeit gedacht. Er ist kein Stabilitätswunder, das muss man einfach so sagen. Der hier ist stabil, sogar sehr stabil. Das liegt aber auch daran, dass er hier mit dem Regalsystem oder über das Regalsystem auch mit der Wand verschraubt ist. Dadurch bekommt er seine Stabilität, kombiniert mit meinem Frästisch. Hier könnt ihr durch das Lochraster sehr exakt sägen mit diesen Bolzen hier. Da verlinke ich euch ein Video, das ich in der Holzwerken-TV-Werkstatt gemacht habe. Da seht ihr, wie das funktioniert. Erkläre ich euch also hier jetzt nicht groß. Ihr könnt aber hier auch wunderbar verschiedene Spannmittel einsetzen. Beispielsweise diese kleinen Wolfkraftzwingen hier. Die könnt ihr einfach hier durch die Löcher schieben, unten das Kopfstück montieren und habt hier eine gute Spannmöglichkeit. Ihr könnt auch die
eben gezeigten Führungsschienenzwingen einfädeln, solange die Platte nicht dicker als 19 mm ist. Und es gibt ganz viele andere Spannmittel inzwischen von verschiedenen Herstellern. Beispielsweise hier einen Adapter von der Firma Veritas. Den gibt es für Hobelbänke und für diese 20 mm Lochplatten. Den könnt ihr hier reinsetzen, wird von unten verschraubt und dann könnt ihr hier eure Werkstücke damit spannen. Das gibt es auch von der Firma Besse. Aber wenn ihr euch mal beide anschaut, seht ihr einen Unterschied, den ich finde, ist ja sehr gravierend. Bei den Veritas-Haltern habt ihr hier diese Stahlplatte, die über diese Kante hier von dem Niederhalter hinweggeht. Hier habt ihr eine relativ scharfe Kante vom Niederhalter selbst. Und da passiert es oft, dass ihr euch hiermit irgendwelche Werkstücke kaputt macht. Wenn ihr die dicht dranlegt und spannt den Hebel, dann drückt ihr die Werkstücke hier gegen die Kanten. Und hier habt ihr eine Rundung. Das macht euch weniger kaputt. Deswegen mag ich die ganz gerne, auch wenn man sie unten verschrauben muss. Von der Firma Rovi gibt es diese Adapter hier, die verspannen sich im Loch. Die habe ich ausprobiert, funktioniert auch soweit ganz gut. Aber ich muss sagen, bei starkem Druck funktionieren sie nicht mehr gut, da sie sich dann rausziehen und euch auch gerne diese Löcher kaputt machen. Deswegen hat mir Rovi jetzt das hier geschickt. Das funktioniert besser. Da habt ihr zwei von diesen Klemmstücken und eine große Platte. Und der Vorteil hiervon ist jetzt, dass ihr von unten nicht an die Platte ran müsst. Ihr müsst also nichts von unten verschrauben, sondern setzt die nur ein. Der ist zu weit zugedreht. Ihr könnt jetzt eure Platte noch drehen und verschieben. Und wenn das alles passt, dann zieht ihr diese Imbusschrauben an. Dann verspannt sich das im Loch. Und ihr habt einen Niederhalter auf der Platte, der auch dann wirklich stabil ist. Also mit zwei solchen Teilen funktioniert das ganz gut. Mit einem finde ich das Ganze etwas grenzwertig. Das wäre jetzt eine Werkbank für Maschinenarbeit. Für Handarbeit ist diese Werkbank weniger gut geeignet, auch wenn hier vorne eine Spannmöglichkeit ist. So richtig gut kann man hier nicht dran hobeln oder sägen, das funktioniert einfach nicht. Und hier unter dem MFT steht im Prinzip wieder ein kleiner MFT, ein Multifunktionsrollcontainer. Der hat auch eine Platte mit 20 mm Raster, aber hier habe ich noch zusätzlich T-Notschienen reingesetzt. Und das ist ganz praktisch, weil ihr dann beide Welten so gesehen vereint. Der ist niedriger, weil ich hierauf öfter mal Korpusse zusammenbaue oder sonstige Sachen einfach in niedriger Arbeitshöhe mache. Und hier könnt ihr jetzt beispielsweise auch Vorrichtungen in dieser T-Nut befestigen. Und könnt hier dann Dinge drauf festspannen. Das Ganze funktioniert hier natürlich auch auf den anderen Werkbänken mit der T-Nut. Das ist auch ein System von Rovi für T-Notschienen und das hält wirklich bombenfest. Hier mit einem kleinen Besse-Schraubstock drauf. Also auch ein wunderbar funktionierendes System. Und diesen Rollcontainer könnt ihr im Prinzip als Vorbild nehmen für einen größeren Multifunktionstisch in entsprechender Höhe dann. Auch dazu gibt es einen Bauplan, habe ich euch natürlich verlinkt. Und hier habt ihr noch Stauraum, ihr könnt Sachen drunter legen, ihr habt hier Türen, auf der anderen Seite sind Schubladen. Schaut euch einfach den Baubericht hierzu an, da seht ihr, wie das Ganze funktioniert. Dann habe ich hier noch eine Werkbank, die ist etwas spezieller. Sie wackelt etwas hier, weil sie auf den falschen Fliesen steht. Das ist der Nachteil von einem Fliesenboden. Je nachdem, wo man etwas hinstellt, wackelt das leider und man muss es unterlegen. Das ist schon eine etwas speziellere Werkbank, die ist nicht als Hauptwerkbank gedacht, sondern als zusätzliche Werkbank, wenn man beispielsweise schon einen MFT hat oder eine andere Werkbank. Sie ist in erster Linie für das Arbeiten mit Handwerkzeugen konzipiert. Im Englischen nennt man das Joinery Bench, also hier könnt ihr
sehr gut dran sägen, ihr könnt Sachen dran anreißen, ihr habt eine angenehme Arbeitshöhe und ihr habt wiederum viele verschiedene Spannmöglichkeiten. Hier zum Beispiel die Vorderzange, die mit ganz einfacher Mechanik funktioniert. Ihr habt hier wieder eine T-Nut drin, dann habt ihr 19 mm Löcher drin und der Clou hieran ist, ihr könnt diese Einsätze hier rausnehmen. Dann habt ihr weitere Spannmöglichkeiten. Ihr könnt einfach hier etwas festklemmen. Auch das hier ist rausnehmbar oder verschiebbar. Das gibt euch wiederum neue Auflagemöglichkeiten und ihr könnt auch schnell auch spezielle Einsätze für bestimmte Arbeiten hier machen. Auch dazu gibt es ein Video und einen Bauplan, habe ich euch alles wieder verlinkt. Überlegt euch also ganz gut, was möchtet ihr hauptsächlich machen, wenn ihr euch eine neue Werkbank baut. Vielleicht sind diese Aufsatzzangen für euch ja ganz interessant. Findet ihr auch unter dem Begriff Moxenweiß. Ganz viele Videos etc. dazu. Auch, es gibt auch einen Bauplan von mir von einer klassischen Moxenweiß mit Gussrädern, auch sehr schön. Und damit könnt ihr dann aus einer normalen Werkbank eine solche Joinery Bench machen. Also auch da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Tut euch aber einen Gefallen, baut eure Werkbank wirklich stabil und so schwer wie es geht. Schafft Stauraum darunter. Wenn ihr Werkzeuge unter die Werkbank packt, dann habt ihr wieder mehr Gewicht. Das bringt Stabilität in das Ganze. Versucht keine Werkbank für möglichst wenig Geld zu bauen. Natürlich will man nicht unnötig Geld ausgeben, aber achtet darauf, dass ihr das Ding wirklich ordentlich baut und nicht am falschen Ende spart. Noch ein Wort zu den T-Nut-Schienen. Ich habe in meiner Werkstatt überall die T-Nut-Schienen von Incra verbaut. Ich habe vor Jahren damit angefangen, da gab es kaum andere. Und ich bin dabei geblieben. Ihr bekommt natürlich ganz viele andere T-Nut-Schienen. Die Incra-Schienen sind in Zollmaßen gehalten. Ihr könnt also keine metrischen Schrauben dort einsetzen. Dafür haben sie den Vorteil, dass sie fertig gebohrt sind. Sie können mit normalen Rundkopfschrauben befestigt werden. Ihr müsst nichts senken, da kann auch nichts verrutschen. Also ich bin mit diesen Incra-Schienen sehr zufrieden. Wenn ihr einfache Dinge baut, könnt ihr auch eine T-Nut fräsen. Aber für Dinge, die wirklich Belastung bekommen, da nehmt ihr besser Metallschienen, das ist einfach stabiler. Das war's schon fast für diese Woche. Am Ende noch ein kleiner Hinweis. Bitte schreibt mir keine E-Mails mit Fragen. Nutzt die Kommentarfunktion hier auf YouTube oder auf meinem Blog. Wenn ihr Teilnehmer des Online-Kurses seid, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, mich zu erreichen. Aber ansonsten habe ich einfach nicht die Zeit, euch persönlich über E-Mail zu beraten. Also habt dafür bitte Verständnis. Am Wochenende ist auch wieder Kurs. Also kann es etwas dauern, bis ich eure Kommentare beantworte. Aber ich denke, auch das wisst ihr ja mittlerweile. Und vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen bekommen, was ihr für eure Werkbank noch an Zubehör selbst bauen oder euch noch für Weihnachten selbst schenken könnt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit.